So, hallo, jetzt habe ich also jemanden von der Polizei vor dem Mikrofon. Können Sie sich kurz mal vorstellen? Ja, grüß Gott, ich bin Michael Bionka, ich bin hier der stellvertretende Inspektionsleiter in Schweinfurt. Wie wichtig ist denn das aus Sicht der Polizei, dass die Motorradfahrer ordentlich angezogen sind und wie gefährlich ist ein Motorradfahren überhaupt noch? Ja, Verkehrssicherheit im Allgemeinen natürlich ein sehr großes Thema bei der Polizei. Wir stehen ja auch für Verkehrssicherheit ein. Jetzt gerade zum Schulbeginnzeit sind wir wieder mit den Kindern viel unterwegs. Und wenn wir jetzt auf die Motorradfahrer schauen, ist natürlich sehr wichtig, dass jeder Motorradfahrer gesund nach Hause kommt. Und da ist eben zum einen ein wichtiges Thema die Schutzbekleidung. Den Schutzhelm setzt jeder auf. Aber im Sommer sieht man es doch immer und immer wieder, dass junge Menschen gerade mit kurzen Hosen, T-Shirts fahren, ohne Schutzbekleidung. Und ich denke, heute sehen wir hier eine Vorstellung, die wichtig vor Augen führt, wie wichtig es ist, dass man Schutzkleidung anzieht. Steigen denn die Unfallzahlen zurzeit wieder oder sind sie eigentlich gleich geblieben im Vergleich zu den letzten Jahren? Bei den Motorradfahrern ist es mit den Unfallzahlen meist so, dass sich das sehr stark am Wetter orientiert. Wenn wir sehr viel schlechtes Wetter haben, sind sehr wenig Motorradfahrer unterwegs, haben wir wenige Motorradunfälle und ist das Wetter schön und langer Sommer und guten Sommer, spricht eigentlich für erhöhte Verkehrsunfallzahlen. Wir in Schweinfurt haben relativ viel Glück, wir haben relativ wenig Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern, aber wenn Motorradfahrer zu Sturz kommen, sind sie oft sehr schwer verletzt. Deswegen ist eigentlich jeder wichtig, der sitzen bleibt und eben nicht vom Motorrad fällt. Jetzt fühlen sich ja die Mofa-Fahrer und Rollerfahrer immer gar nicht so richtig angesprochen. Ist das ja auch ein Thema? Verunglücken auf sehr viele Rollerfahrer oder sind es nur die großen Motorradfahrer? Also ich möchte es eigentlich auf alle Zweiradfahrer ausdehnen. Also die Helmpflicht für Fahrradfahrer ist ja wirklich immer wieder mal auch in den Medien angesprochen worden. Der Helm ist wirklich da ein Retter, er kann mal Leib und Leben retten, sollte jeder aufsetzen. Und auch jeder motorisierte Zweiradfahrer, ob das Mofa-Fahrer ist, Motorradfahrer, mit dem kleinen Motorrad oder Großmotorrad. Er sollte wirklich alles an Schutz mitnehmen, was er brauchen kann. Letzten Endes kann es ihm vielleicht wirklich mal das Leben schützen. So, hallo. Hallo. Können Sie sich kurz mal vorstellen für unsere Zuschauer? Ja, mein Name ist Stefanie Weinknecht aus Geldersheim. Ja, stolze Motorradführerscheinbesitzerin seit über 2 Jahren. Ja, und so bin ich eigentlich auch dazu gekommen zu diesem. Machen Sie solche Stunts öfters? In letzter Zeit jetzt dann eben schon. Ja. Genau. Und wie gefährlich ist denn das, also wenn man so jetzt mit normaler Kleidung hätte, da unterwegs ist? Ja. Haben Sie da schon mal Erfahrungen gemacht, negativer Art? Gott sei Dank, ich selber noch nicht, außer als Jugendliche mit dem Fahrrad, das hat schon gereicht. Also ja, also bei der Vorführung merkt man eben selber am eigenen Leib, wie die Kräfte wirken. Und man liegt schon auf dem Boden, also der Fall vom Motorrad runter kommt ja manchmal oft dann leider auch noch dazu. Und es ist sehr gut, wenn man gute Schuhe anhat, also sichere Schuhe mit Protektoren für Knöchel, für die Knochen, ein Helm für den Kopf, einfach echt gut angezogen ist. Also ich bin außerdem Intensivkrankenschwester und die Menschen, die dann eben hier mit kurzer Hose einfach nur mal kurz mit 30 km/h irgendwie hängen bleiben und auf der Straße liegen, die haben auch schon böse Verletzungen. Also es ist Der Helm muss auch passen, gell? Ja, richtig. Zu groß ist nichts. Weil es fahren ja viele rum, die meinen, irgendeinen Helm auf dem Kopf, die Hauptsache die Polizei ist zufrieden, also völlig ich falsch. Ich selber habe sehr lange nach meinem eigenen Helm gesucht, also mit dem ich Motorrad fahre, weil ich einen sehr kleinen Kopf habe. Und wir haben da aber wirklich dann einfach so lange gesucht, bis ich dann auch irgendwann einen XS-Helm hatte. Und ja, damit passt es. Ja. Wie lange fahren Sie schon Motorrad? Ja, über 2,5 Jahre jetzt sind es. Ja. Aber ja, macht Spaß, es ist ein Lebensgefühl, aber man darf halt nie die, ja, so ein bisschen im Hinterkopf immer behalten, so mit den, ja, mit der Unvorsichtigkeit oder Unachtsamkeit auch von anderen mitrechnen. Man hat halt eine gewisse Schutzzone im Auto drumherum, beim Motorrad fehlt die.
Guten Tag.